Willkommen auf meiner Seite zur Foskis 2022 und dem Vortrag Weißflächen für eine grüne Zukunft oder kurz das WFK-Tool. Mein Name ist Alexander Willner und ich starte einfach mal gleich mit der Motivation. Und wie sagte so schön Kurt Tucholsky, die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt, sie sieht ihr an. Und damit die Welt weiterhin eine Sehenswürdigkeit bleibt, müssen wir handeln. Ich denke, das ist allen Teilnehmern bewusst und auch einer unserer Antreiber. Und wir haben uns gefragt, wie wir mit Open Source unterstützen können. Nun, einige unserer Kunden sind beispielsweise Projektierer. Das heißt, wir bekommen immer mehr Anfragen aus dem EEG-Kontext, also aus den Bereichen Windenergie, Biogas, Photovoltaik, aber auch aus ganz anderen Bereichen, wie beispielsweise Mobilfunkausbau, Glasfaserausbau oder anderen. Und an der Stelle werden Daten benötigt. Und der Bezug, die Konvertierung und die Analyse von Daten kostet. Wo kommen die Daten her? Wie können wir diese Daten eigentlich beziehen? In welchem Format liegen die Daten vor? Um was für eine Datenmenge handelt es sich denn eigentlich? Wie sieht die Qualität dieser Daten aus? Wie können wir diese Daten mit anderen Daten verschneiden, verknüpfen? Wie können wir das relevante Wissen für uns herausziehen? Ist denn der Bezug und die Analyse dieser Daten eigentlich reproduzierbar? Ist das fehleranfällig? Kann das denn am Ende eigentlich jeder? Und unser Ziel ist es an der Stelle, ja, wie heißt es so schön, per Knopfdruck Zeit und Geld zu sparen, dabei einfach zu unterstützen. Das heißt primär, diesen Prozess zu automatisieren und deterministisch reproduzierbar wiederholbar zu machen und aber auch andere Datenquellen an der Stelle automatisch integrieren zu können. Aber das Ganze ist natürlich nur ein Startpunkt für die weitere Analyse. Es ist also quasi eine Hilfe für die manuelle Aufbereitung. Und gerade in dem Kontext muss die Planung ganz bestimmte Randbedingungen berücksichtigen. Neben der Wirtschaftlichkeit sind das natürlich auch rechtliche Regularien, Infrastrukturanbindungen etc. pp. Und für diese Planung brauchen wir Daten und insbesondere Geodaten. Was für Schutzgebiete haben wir? Wo liegen welche Siedlungsflächen? Wo haben wir welche Windgeschwindigkeiten, Sonnenstunden, Leitungsinformationen? All solche Informationen werden für die Planung benötigt. Und wie sieht an der Stelle unser Lösungsansatz aus? Nun, viele Projektierer sind bereits Kunden in unserem Shop-System, wo dann diese einzelnen Daten besorgt oder organisiert werden können. Aber wir möchten eigentlich gerne noch einen Schritt weitergehen. Also nicht nur die Daten bereitstellen, sondern wirklich bei dieser Planung unterstützen. Und zwar geht es hier jetzt ganz spezifisch um die automatisierte Identifikation von planungsrelevanten Flächen. Und das reproduzierbar, möglichst einfach und von Ende zu Ende gedacht, alles, was man dazu braucht. Am Ende sieht das Ganze so aus, dass wir ein Auswahlgebiet haben, dort Weißflächen identifiziert wurden und diese Weißflächen mit weiteren Informationen überlagert wurden und weiter qualifiziert wurden. Die Frage ist, wie kommen wir denn eigentlich dorthin? Wie sieht die Architektur aus, die Datenquellen, die Umsetzung? Angefangen hat das Ganze 2019, als wir uns die Frage gestellt haben, gibt es noch Flächen für die Windkraft im Kreis Ahrweiler? Den Kreis Ahrweiler kennt leider mittlerweile mehr oder weniger jeder, denn dort hatten wir das Jahrhunderthochwasser vor einiger Zeit. So, die Architektur. Wir fangen an mit den Projektierern, mit den angesprochenen Fragen. Welche Daten werden benötigt? Wo kommen die Daten denn eigentlich her? Wie können diese Daten konvertiert werden? Was haben wir für Rahmenbedingungen, Pufferzonen? Und auf der anderen Seite haben wir die Datenquellen. Insbesondere natürlich amtliche Datenquellen wie die Landesvermessungsämter, Landesumweltämter, Bundesnetzagentur, aber auch natürlich eine ganze Menge offener Datenquellen. Beispielsweise arbeiten wir auch viel mit dem DWD zusammen im Bereich der Cosmorea-Daten.
Der Projektierer ist natürlich nicht ganz auf sich alleine gestellt. Es gibt Schnittstellen, es gibt Geoinformationssysteme. Und an der Stelle haben wir eine Erweiterung geschrieben, die mit unserer eigenen Geodaten-Drehscheibe kommunizieren kann, wo auch geschlossene Daten konvertiert und organisiert werden können. Aber es werden natürlich auch direkt offene Datenquellen angesprochen. Was sind das für Daten, von denen wir hier reden? Das sind natürlich Übersichtsdaten wie OpenStreetMaps-Karten, Katasterdaten natürlich ganz besonders wichtig, Ortofotos, Leitungsdaten, Verkehrsdaten, Landwirtschaftsdaten, aber insbesondere natürlich auch Umweltdaten, Vogelschutzgebiete, Wasserschutzgebiete, Topografiedaten und je nach Kontext natürlich darüber hinaus weiterführende Daten, beispielsweise EEG-Anlage-Stammdaten. Gehen wir den Prozess einmal Schritt für Schritt durch. Wie sieht das Ganze aus? Starten wir mit dem eigentlichen Auswahlgebiet. Hier in diesem Beispiel Kreis Ahrweiler, kodiert als GeoJSON-Umring und dann eingelesen in QGIS. Oben rechts sehen wir schon dieses kleine rote Symbol. Das ist das WFK-Plugin. Dort können wir dann die Konfigurationsdatei auswählen, wo wir die Datenquellen, die Pufferzonen und weitere Informationen abgespeichert haben, lassen das Ganze laufen und nach einigen Sekunden haben wir dann in diesem Auswahlgebiet die beispielsweise die Alkes-Siedlungsflächen. Wir haben zu den verschiedenen Bereichen je nach Nutzungsart verschiedene Pufferzonen definiert. Alkes-Verkehrsflächen auch wieder je nach Nutzungsart verschiedene Pufferflächen. Vogelschutzgebiete aus dem Open Data Bestand, Landschafts- und Wasserschutzgebiete und das Ganze noch angereichert mit Informationen zu vorhandenen Windkrafträdern. Und dann können wir diese ganzen Daten natürlich übereinander legen und die eigentlichen potenziellen Weißflächen ausstanzen. Das ist jetzt in dem Kontext blau dargestellt. Und dann können wir diese Flächen natürlich noch weiter qualifizieren. Wir können beispielsweise die Distanz zu den Umformern nutzen, um die Bereiche weiter zu annotieren. Ganz oben sehen wir eher rote Bereiche und ganz unten, dort in der Mitte bis rechts, eher gelbe Bereiche. Das sind also Weißflächen, die von potenziellem Interesse sind. Dazu nochmal übergelagert wären natürlich dann Informationen wie Höhenlagen natürlich interessant oder aber natürlich ganz speziell die Windgeschwindigkeiten in 100 Meter Höhe. Das Ganze ist dann eine Form deiner aktiven Unterstützung bei der Planung. Das Ganze ist konfigurier- und wiederholbar, wirklich mit ein paar wenigen Klicks immer wieder umsetzbar und zum größten Teil automatisierbar. Das sind natürlich jetzt nur ganz konkrete Beispiele aus dem Windenergiebereich. Die Konzepte sind natürlich für ganz unterschiedliche Anwendungsszenarien nutzbar. Gut zusammengefasst, was wir hier jetzt gesehen haben, ist ein quelloffenes QGIS-Plugin unter GPL-Lizenz. Das Ganze kann eben mit dem eigenen Spezialwissen, den eigenen Daten im Haus verknüpft werden. Und das Interessante ist natürlich auch, dass dann die identifizierten Weißflächen wieder als Shape beispielsweise exportiert werden können, um dann zum Beispiel Eigentümerinformationen abzufragen, sollte das berechtigte Interesse an der Stelle vorliegen. Wir sehen an der Stelle die nächsten Schritte aus. Nun, gerade für heute ist natürlich interessant, wie komme ich an diese Werkzeuge und unter Umständen an die Daten? Die Antwort ist natürlich wie immer, es kommt darauf an. Das Wichtigste für heute ist das WFK-Plugin selbst. Das ist im QGIS-Repository frei verfügbar. Unten haben wir nochmal die URL, ist mittlerweile aber auch unter GitHub zu finden. Ich habe noch gar nichts über uns gesagt. Die CIS-TDI GmbH, ganz kurz ein Geoinformationsunternehmen. Wie heißt es so schön? Wir erschließen die Welt der Geodaten. Wir beschaffen, verarbeiten und stellen Geodaten bereit, erforschen auch in dem Bereich. Ich glaube, die Details, die kann ich eigentlich im Großen
und Ganzen überspringen. Interessant sind eben die Plugins für Geoinformationssysteme, die Beschaffung der ICAS-Daten in dem Kontext und die Forschung in Richtung Open Linked Data. Also da haben wir noch ganz spannende Punkte vor uns, insbesondere wenn es dann wirklich um die bundesweite und große Konvertierung von Daten geht. Ich hatte jetzt die Ehre, ganz kurz das WFK-Tool vorzustellen und unsere Arbeiten, aber dahinter steckt natürlich ein großartiges Team, was jetzt im Nachgang des Vortrags gerne zu Fragen zur Verfügung steht oder dann auch einfach per E-Mail. Und damit würde ich dann auch einmal kurz übergehen und das WFK-Tool ganz kurz mal live zeigen und vielleicht auch einfach mal in so eine Konfigurationsdatei reinzugucken, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert. Vielen Dank. So, wunderbar. Dann sehen wir uns einmal das WFK-Tool in Aktion an. Was wir hier sehen, ist QGIS mit dem Hambacher Forst aus Nordrhein-Westfalen. Dazu noch einige Hausumringe zu Umformern, Siedlungsflächen, Gemeinden und darunter eine OSM-Karte. Oben rechts haben wir das WFK-Tool als Plugin, das Zielgebiet, Hambacher Forst, eine Konfigurationsdatei für eine reproduzierbare Weißflächenanalyse. Die Datei sehen wir uns gleich einmal gemeinsam an. Und darin enthalten gibt es dann verschiedene Konfigurationsdateien. Wenn ich das Ganze einmal starte, das dauert ein paar Sekunden, sehen wir uns parallel einmal die Konfigurationsdatei an. Das Ganze ist derzeit eine XML-Datei, wo wir definieren, wo wir welche Daten beziehen können. Beispielsweise die EEG-Daten von der Bundesnetzagentur in einem schön zugänglichen Excel-Format. Wir haben hier die Vogelschutzgebiete, Open Data aus Nordrhein-Westfalen im Shape-Format. Wir haben allerdings auch lokale Daten, also haben wir hier beispielsweise die Siedlungsflächen. Dazu definiert die verschiedenen Pufferzonen etc. pp. Also dort haben wir dann reproduzierbar die verschiedenen Datenquellen und Konfigurationen abgespeichert. Remote wie lokal. Zurück in QGIS. Der ganze Prozess hat jetzt an der Stelle ungefähr 40 Sekunden gedauert. Und basierend darauf, auf den ausgestanzten Flächen, können wir jetzt die Weißflächen analysieren. Das geht ganz schnell. Und was wir jetzt hier sehen, ist das Ergebnis der Weißflächenanalyse. Gut, das ist eher eine rosa Flächenanalyse gerade. Das wollen wir uns vielleicht nochmal etwas genauer ansehen. Wir wollen diese Flächen etwas qualifizieren. Das heißt, wir können den Bereichen, den ausgestanzten Weißflächen, anhand von einer Kategorie, beispielsweise dem Abstand zu den Umformern, qualifiziert Farben zuweisen. Wir können an der Stelle vielleicht eine ganz klassische Rot-Grün-Schema geben. Vielleicht nicht blau, sondern grün. Und dann die verschiedenen Bereiche klassifizieren. Wie sieht das Ganze im Endeffekt aus? Was wir jetzt sehen, sind ganz interessante Bereiche. Hier ganz dunkelgrün bis hellgrün. Das sind die Weißflächen, die vermutlich am interessantesten sein könnten. Hier ganz rechts sehen wir einen recht dunkelroten Bereich. Das sind dann die ausgestanzten Weißflächen, die relativ weit entfernt von den Umformern liegen. Gut, und damit haben wir gesehen, mit einem Klick kann dann der Projektierer relativ schnell und auch vor allem reproduzierbar sich eine ganze Menge Arbeit sparen. Und wir haben noch einige weitere große Pläne für das Werkzeug. Und damit gebe ich zurück an den Vortrag. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ein sehr interessantes Plugin. Da lassen sich doch recht viele Dinge mitmachen. Es gibt bis jetzt nur eine Frage. Sie können nach wie vor noch Fragen stellen. Ich denke, dieses Tool ist auch
mehr oder weniger politisch relevant, denn wir wissen ja, dass die neue Bundesregierung doch wesentlich mehr Windkraftwerke zum Beispiel bauen möchte. Und da ist natürlich so ein Wissen sehr interessant, wo denn diese Kraftwerke überhaupt hingesetzt werden dürfen. Erste Frage, was nützt dieses Werkzeug den EE-Projektierern, wenn doch die Weißflächen bzw. Voreignungsgebiete letztendlich von den staatlichen Stellen, also Landkreise oder regionale Planungsgemeinschaften, ausgewiesen werden? Herr Müller. Der Mikro ist, glaube ich, aus. Herr Müller? Ja, ich bin da. Ich höre das immer zweimal, darum bin ich da ein bisschen. Oh. Sie können den Ton im Venueless ausschalten. Ja. Kann man mich denn jetzt? Ja, ich höre Sie sehr gut und damit hören wir Sie auch im Stream sehr gut. Dann müsste es gehen. Ja, es werden Vorranggebiete ausgewiesen, das ist schon richtig, aber nicht überall. Nicht überall und in allen Ländern. Und von daher gibt es vorgreifend oft das, oder gibt es das Verlangen, vorgreifend schon mal die Planung in Angriff zu nehmen. Und darum wird das Plugin eigentlich ganz gerne genutzt. Also wir wissen, dass es schon relativ häufig runtergeladen wurde. Alles klar. Die Frage zu dem Video, kann der Vortrag als Video abgerufen werden? Der Stream war leider unterbrochen. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Ja, die Vorträge wird es anschließend auch nochmal als Video geben. Einmal auf dem Foskis-Kanal bei YouTube, denke ich mal, und natürlich dann später bei der TIP, der Technische Institut in Braunschweig, wird das auch wieder zur Verfügung stellen. Dann in guter Qualität. Genau. Hat noch jemand eine Frage? Dann hätte ich noch eine Frage, die Ergebnisse, die dann rauskommen, also diese Weißflächen, die Sie ermittelt haben. Kontrollieren Sie das selber irgendwie durch Groundtruthing? Gehen Sie dann auch selber hin und sagen, ja, das ist okay, was wir da ermittelt haben mit unseren Algorithmen? Nicht wir natürlich. Aber ich denke schon, also was dort rauskommt, das sind halt mögliche Flächen, die man sich natürlich noch mal ein bisschen angucken muss. Also das sollte man tun, aber im Großen und Ganzen bekommt man eine Vorauswahl, die es einem erleichtert, in das ganze Projekt einzusteigen. Also nicht ganz die eierlegende Wollmilchsau, sondern man ermittelt potenzielle Flächen und das muss natürlich noch mal genauestens überprüft werden. Genau. Alles klar. Ja, dann, es gab keine weiteren Fragen. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Nochmal an Alexander Wildner, Christopher Frank, Richard Figura und... Einige Fragen. Schon mal im Chatfenster, nicht in den Fragen, nicht in der Fragenbox. Es kamen Fragen im Chatfenster. Dankeschön. Und zwar, das Plugin arbeitet ausschließlich mit Vektoreingangsdaten. Ja, es sind ausschließlich Vektoreingangsdaten. Die können allerdings, die können lokal gespeichert sein. Die holen wir aber auch ganz gerne über eine URL, zum Beispiel von einem FTP. Wir können auch WFS-Daten nutzen. Die können alle damit eingebunden werden. Rasterdaten ist natürlich in diesem Zusammenhang eher schwierig mitzuarbeiten. Okay. Sind regional- und landesplanerische Ausweisungsflächen auch mit vorgesehen als Eingangsdaten für das Plugin und werden diese auch verarbeitet? Stichwort Maßstabsebene der Landespläne, Regionalpläne 1 zu 100.000, 1 zu 50.000. Letztendlich kann man dieses Plugin komplett frei konfigurieren. Das heißt, was für Daten da Eingang finden in die Prüfung, das liegt ganz alleine bei mir. Wir hatten ja eben die
die Konfigurationsdatei in XML gesehen. Die kann jeder, kann seine Module definieren, die Eingangsdaten definieren, die Größe des Puffers definieren. Das ist, wie gesagt, völlig freigestellt. Dadurch kann man auch mehrere Läufe machen. Man hat auch die Möglichkeit, das in verschiedenen Versionen zu machen und hat deswegen aber nicht deutlich mehr Arbeit, sondern muss einfach nur Werte in der Konfiguration ändern. Das gibt eine ziemliche Transparenz und fehlerfreie Wiederholbarkeit dieser ganzen Geschichte. Ja, das heißt, Sie bieten die Plattform, aber das fachliche Know-how, um zu dem Ergebnis zu kommen, das liegt immer noch beim Anwender, beim Benutzer. Absolut, ja. Um das nochmal eindeutig klarzustellen. Ja, vielen Dank. Es gab jetzt keine weiteren Fragen. Nochmal an die vier Vortragenden, Alexander Willner, Christopher Frank, Richard Figur und Robert Müller für diesen interessanten Vortrag.